Hallo, mein Name ist Melody und heute möchte ich mit euch einen Booktalk machen. Und zwar sprechen wir heute über dieses wunderschöne Buch hier. Truth Witch von Susan Dennard. Also, um was geht es in Truth Witch? Es geht um Safia und Isolde. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Namen gerade richtig ausspreche. Jedenfalls ist Safia eine Truth Witch und Isolde ist eine Threat Witch. Und die beiden sind Threat Sisters. Also sie sind sozusagen Schwestern im Blut. Nicht im Blut, weil sie sind nicht wirklich Schwestern. Ah, ihr wisst, was ich meine. So. Jedenfalls, und Safia kann sehen, wenn jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Während Isolde sozusagen unsere Lebensfäden und Emotionsfäden sehen kann. Und es geht eben um diese beiden, wie sie auf der Flucht sind, nachdem jemand herausfindet, dass Safia eine Truth Witch ist. Denn diese sind sehr selten und deswegen wichtige politische Mittel sozusagen. Und dementsprechend möchten diese Menschen sie sozusagen auf ihrer Seite wissen. Zudem kriegen sie Hilfe von einem Prinzen und sie werden von einer Blood Witch verfolgt. Die kann Blut riechen sozusagen. Also sie kann riechen, wie jede einzelne Person sozusagen riecht vom Blut her. Von der werden sie auch noch verfolgt und dementsprechend ist es eine wilde Verfolgungsjagd. Ich glaube, ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich großzügig war. Ich hätte lieber 3,5 gegeben, weil man wird sehr in die Welt hineingeworfen und es ist insgesamt manchmal nicht so ganz übersichtlich und irgendwie konnte ich mich nicht mit den Charakteren identifizieren und irgendwie waren sie so unnahbar und es war ein bisschen anstrengend zum Teil. Es mag sein, dass es vielleicht auch keine gute Zeit war, als ich es gelesen habe. Vielleicht, weil ich nicht so große Lust drauf hatte. Aber ich muss sagen, ich fand das alles sehr komplex. Und irgendwie war es wirklich anstrengend. Und ja, nackt ist das Buch jetzt nicht unbedingt so hübsch, deswegen zeige ich es euch nicht. Aber was ich cool fand, ist wieder so eine Karte. Das liebe ich in Büchern, wenn sie Karten zeigen. Und ja, an sich der Schreibstil ähnelt sehr dem von Sarah J. Maas. Die zwei Autorinnen sind auch Freundinnen. Und dementsprechend sieht man da einige Parallelen, muss ich sagen. Aber mir gefällt doch der Schreibstil von Sarah J. Maas einfach besser. Also ich weiß nicht. Ich fand das Buch ein bisschen anstrengend. Zum Ende hin wurde es wieder sehr gut. Deswegen werde ich trotzdem das zweite Buch auch lesen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, sobald es rauskommt. Aber der Anfang hat mich nicht so überzeugt. Und das war's von den Non-Spoilern. Und jetzt gehen wir mal rüber in die Spoiler-Section. Spoiler. Die Kamera hat ein bisschen länger gebraucht, als ich wollte. Eigentlich gibt es gar nicht so viel, was ich dazu sagen möchte. Ich fand den Anfang unheimlich anstrengend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Irgendwie die ganzen verschiedenen Witches, die es alle gibt. Das war einerseits ziemlich cool, weil man denkt sich so, okay, was könnte ich sein? Aber irgendwie, weiß nicht, ich war auch von der Geschichte von Safia jetzt nicht so begeistert. Ich fand Isolde den sehr viel interessanteren Charakter. Also sie fand ich unheimlich schön zu lesen. So. Auch wie sie wieder in ihr Dorf zurückgeht. Das fand ich war mit einer der besten Szenen überhaupt. Auch diese Eifersucht, die sich da zeigt bezüglich ihrer Mutter. Und also das fand ich wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Also sie fand ich wirklich insgesamt den sehr viel interessanteren Charakter auch. Es war irgendwie klar, dass zwischen Safia und Prinz Merrick, hieß er glaube ich, was laufen wird. So, weiß nicht, ich fand das von Anfang an sehr, sehr es war sehr, sehr leicht vorauszusehen. Das fand ich aber an sich nicht schlimm, weil ich mochte Merrick irgendwie. Ich mochte auch, wie er für seine Crew einstand und so. Ja, was ich
unheimlich cool fand, war, als sie aufs Festland sind und diese, ja, ich weiß nicht, Kolonie halt bei im Heimatland von Merrick gesehen haben, wo ja eigentlich alles sozusagen Wüste war und tot, und dann, wie sie diesen Ort beschrieben haben, der wie eine Oase ist und wieder blüht, und einfach dieses Glück hat man selbst auch gespürt. Also ich habe das auch gespürt, und das hat mich so gefreut. Das war eine der schönsten Szenen, wie sie da wieder in dieses Dorf kommen und dann, wo Isolde und Saphia mit seiner Tante zu dieser Quelle gehen, damit Isolde geheilt wird, und das fand ich super cool. Insgesamt fand ich auch die ganzen Kräfte unheimlich cool. Also, dass es Firewitch gibt und so Healers, und das war ziemlich cool. Ich fand das Konzept echt schön. Nur ich muss sagen, es war so schwer reinzukommen. Also, ich weiß nicht, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Erklärung gewünscht. Und nicht so, ich werfe euch jetzt mal rein. Das fand ich eher nicht so. Ich denke, dass zwischen Isolde und der Blood Witch, ich habe seinen Namen vergessen, ich bin ein vergesslicher Mensch, ich denke, dass zwischen den beiden was laufen wird. Definitiv. Also, das war schon so, als sie sein Leben gerettet hat, und dann hat er ihres auch gerettet, damit er nicht in ihrer Schuld steht. Und ich denke, also, da könnte eventuell was laufen. Und ja, das Ende war unheimlich cool. Dieses ganze Konzept von dieser Stadt, wie Isolde und Saphia sich einen Plan gemacht haben, ihre Klamotten getauscht haben und die Feinde sozusagen in die Irre geführt haben. Super cool, super spannend. Das fand ich wirklich, wirklich gut. Ich fand es unheimlich schade, dass der Thread Brother von Merrick gestorben ist. Das war wirklich, wirklich traurig. Aber insgesamt, diese Endszene war wirklich gut. Und gegen Ende, in die letzten 100 Seiten, fand ich wirklich gut. Deswegen habe ich mich erbarmt und 4 Sterne gegeben. Was ich nicht so ganz verstanden habe, war dieses Cleaving. Also irgendwie sind das irgendwie Hexen, die kaputt gehen, weil ihre Macht irgendwie hochkocht oder sowas. Das fand ich verwirrend. Ich fand auch verwirrend, diese Frau, mit der Isolde geredet hat. Mir entfällt dazu auch gerade der Name, aber die fand ich auch verwirrend. Weil ich meine, wo ist sie? Für wen arbeitet sie? Es stand wahrscheinlich irgendwo drin, aber ich habe es wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Und wen ich aber super cool fand, war Königin, die nachher Saphia mitgenommen hat. Die war cool. Die mochte ich. Die fand ich vor allem voll interessant. Eine Iron Witch. Eine Eisenhexe. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich wollte nur mal so ein bisschen meine Meinung loswerden. Wie gesagt, Lieblingscharakter Isolde, Lieblingsszene, die zu dieser Oase kommen. Das fand ich unheimlich schön. Und die, wo Isolde wieder auf ihre Mutter trifft. Super spannend. Da bin ich echt noch gespannt, was da noch passiert, weil, also mit diesem Stamm, aus dem sie ja stammt, was mit denen noch geschehen wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das, denke ich, wird noch sehr interessant. Und ja, ich denke, ich höre dann jetzt hier auch schon auf. Kurzer, kleiner Book Talk. Und das war's dann von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch auch noch einen ganz schönen Abend. Und diskutiert gerne mit mir in den Kommentaren über dieses Buch. Ich würde mich freuen. Bye! Es geht um, wie heißen sie denn? Was will ich Ihnen noch sagen? Und das fand ich aber an sich nicht schlimm. Handy. Lieblingsszene, die, wo sie zu dieser Oase kommen, sozusagen. Handy!